Nein, 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 nein. Kein Goal kassieren. Schön übrig. Nein, Scheiße. Oh, nein. Was ist Schieber? Oh, sie ist immer noch beim Gegner. Nein, nein, nein. Guten Morgen und willkommen zu den Halbfinals in unserer SCB-Saison. Wir haben in den Viertelfinals der EHC Biel mit 4:1 aus den Playoffs rausgeschossen. Und somit treffen wir in den Halbfinals auf einen neuen Gegner. Und zwar ist das Genf Servette, wo der ZSC mit 4:2 in der Serie geschlagen hat. In der zweiten Halbfinalpaarung da trifft Lausanne gegen Ambri. Lausanne hat Lugano 4:1 geschlagen und Ambri hat Freiburg mit 4:2. Ich finde die beiden Halbfinalpaarungen richtig geil. Wenn du das auch so findest, dann schreib mir doch unten in die Kommentare, was du denkst, wer wird jeweils die Halbfinalpaarung gewinnen. Und wenn dir natürlich das Ganze gefällt mit den Playoffs, mit NHL hier auf meinem Kanal, dann zeig mir das unbedingt noch mit einem Daumen nach oben zu dem Video. Und jetzt, fertig gelabert, wir starten rein in die Action. Los geht's! Und somit herzlich willkommen zu Spiel Nummer 1 unter Wang. Wir kennen sie nicht anders, wieder absolut nervös, kann es kaum erwarten, dass der Match angefangen hat. Aber jetzt läuft der Match und die erste Chance, die wird von unserem Goalie vereitelt. So, und jetzt kommen hoffentlich wir zu unserer ersten Chance. Hat die absolut nichts dagegen. Und Sekunde kriegen wir den Praller. Nein, wir kriegen ihn nicht. Okay, aufgepasst, Jürg, aufgepasst, Jürg. Gefällt mir nicht, da checken, kommt nicht an. Oh, Scheiße, Scheiße. Oh, was für ein Safe. Okay, links ist einer frei. Abdrehen, sehr schön. Und jetzt kommt der Pass und jetzt kommt der Schuss, aber es kommt kein Goal. Oh, oh yes, yes, Pass über, nochmal Pass und Schuss, Goal, jawohl, da haben wir es. 1:0 und das ist so wichtig, dass wir das können schiessen, yes. Einfach nicht gerade den Ausgleich kassieren, bitte nicht, nein, 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 schön, Johnson. Ein paar wenige Sekunden haben wir noch in dem ersten Drittel, komm vorbei, ja, und jetzt Goal noch, nein, der Fang, Hensch, ach Mann. Also mit dem ersten Drittel können wir ganz klar zufrieden sein, mit dem zweiten Drittel bisher noch nicht, weil einfach nichts gross bisher gegangen ist, außer der Dreckschuss in der Fanghändchen. Aber jetzt können wir Powerplay spielen, wir gewinnen auch das Bulli, der Schuss kommt und der Schuss sitzt und wie das der sitzt. Ein paar wenige Sekunden in dem Powerplay haben wir noch gebraucht und jetzt führen wir mit 2:0. Und das zweite Drittel hat nicht gerade viele Highlights, überhaupt nicht, aber der Safe, ein geiles Highlight. Und wir haben auch weiterhin auch Chiba und jetzt eine Führung, jawohl, komm. Und jetzt der Pass und jetzt das Goal. Komm, nein, wieso nicht? Ich will unbedingt noch ein drittes Goal machen, das brauchen wir. Erst dann fühle ich mich halbwegs sicher. Mann, aber in dieser Goal ist leider auch sehr sicher. Oh, schade, das wäre ein geiles Kistengoal gewesen. Was ist ein Kistengoal? Ach du, Kistengoal. Wer kennt das Kistengoal nicht? Aber jetzt wieder kurz konzentrieren. Kein Goal kassieren, kein Goal kassieren. Und der Johnson pariert. Yes. Letztes Drittel fängt leider nicht so optimal. Ah, nein, gar nicht optimal. Wir kassieren direkt Goal. Scheiße. Hey, der Start ins letzte Drittel ist absolut logischerweise beschissen gewesen. 1:2 nur noch. Wir müssen unseren 2 Tore Vorsprung wiederholen, aber zuerst heisst es wieder mal Verteidiger und wir machen das gemeinsam. Hey, die Zeit rennt und rennt und ich kriege einfach keinen Zugriff mehr in den Match. Nur noch so Szenen wie der Hograd aktuell. Nein, bitte nicht, bitte! Oh nein, Mann! Scheiße, da ist der Ausgleich! Fuck, ich habe absolut keinen Zugriff mehr in dem letzten Drittel und da kommt der absolut logische Ausgleich zum 2:2. So, kommen die Jungs, wir müssen jetzt auch wieder ein Goal machen, wir müssen wieder ein Goal machen. Da kommt der Pass, kommt die Tore, Mann! Jetzt, das wird unser Angriff. Schieben, reinspielen, schieben, holen wir sie uns, komm. Jawohl, Pass hinter. Und jetzt können wir schiessen, aber wir schiessen in der Fanghändchen. Jawohl, jawohl, ja! Es ist gelohnt, um und ab, einfach in der Ecke. Schieben wir den oberen Pass kommt durch und wir erzielen es 3:2. Yes! Letzte Spielminute ist am Laufen, gegen natürlich ohne Goalie. Wir haben Schieben, wir haben sie immer noch und wir
machen es. Jawohl, wir machen die wichtige Kiste ins leere Goal. 4-2, yes! Die letzten paar Sekunden sind am Laufen. Ich mache wirklich kein Goal mehr, weil das 5-2 wäre absolut unverdient in der Höhe. Aber der Sieg, wo wir uns golden im ersten Match in Extremis, ist absolut verdient. Yes, wir führen 1-0 in der Serie. Und jetzt gehen wir direkt ab in der Match Nummer 2. Und da sind wir am Bulli-Kreis von Match Nummer 2. Und der Wang wieder. Hey, das hört nicht auf. Es hört nicht auf, seine Nervosität. Das ist nicht zum Glauben. Aber hey, egal. Solange die Nervosität uns einen Sieg bringt, ist mir das scheißegal. Und da haben wir ihn gerade wieder an der Scheibe. Er gibt einen Pass und der Pass, der wird erfolgreich verwertet zum 1-0. Ja, das eben, wie gesagt, er darf nervös sein, solange er so Pass oder allenfalls Goal schießt. Yes! Ich hoffe, dass wir los und das mal besser im Griff haben als davor und unser Goal im Marisa-Safe. Jawohl, jawohl, komm schon. Komm schon. Ah! Jetzt ein Pass und Goal. Jawohl, es lohnt sich einfach immer wieder mal so kurz abzudrehen und dann der Pass zu geben. Besonders wenn natürlich auf der anderen Seite einer steht, wo der Pass verwerten kann. 2-0, yes! Wir wissen ja anhand vom Match davor, ein 2-0, das ist je nachdem einfach zu wenig. Also holen wir jetzt an uns das 3-0. Ja, das ist es. Nein, das ist es nicht! Nein! Oh. Jawohl, sehr schöner Laufweg. Abdrehen, passen, schiessen und daneben schiessen, Mann! Aufgepasst, jetzt kommt wieder der Gegner und wie er kommt und wie unser Goalie pariert, yes! Ah, zweites Drittel, wird das auch so erfolgreich wie das erste? Es fängt auf jeden Fall halbwegs gut an, wir haben noch Schieben. Aufgepasst, Jürg, oh ja, oh nein, schade! Nein, 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 kein Goal kassieren. Schön übrig. Nein, scheiße. Oh, nein, was ist Schieben? Oh, sie ist immer noch beim Gegner, nein, nein, nein. Und jetzt kommt, wir kriegen dich wieder weg. Ja, er verzeucht. Ein zweites Drittel, wieder mal eher ereignislos. Aber egal, wir machen da schon noch ein Goal. Und wenn nicht jetzt, dann spätestens halt im letzten Drittel. Aufgepasst. Nein, 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 nein. Goalie, danke. Schaffen wir es mit 1-0 ins letzte Drittel zu kommen. So Checks sind natürlich sehr gut, genau für das. Vielleicht sogar noch mit einem Goal. Nicht mehr. Goal, komm, Abpraller, nein, leider kein Goal im zweiten Drittel. Wie geil wär's, wenn wir den Match tatsächlich mit einem Shutout beenden. Also einfach 1-0 Sieg. Nein, kein Goal, hey, das hätte 1 müssen sein. So, wir haben ein Powerplay und hoffentlich können wir das ausnutzen und das 3-0 erzielen. Komm, nein. Unser Hauptziel ist jetzt jedoch kein Goal mehr zu kassieren. Das wäre das geilste, ein Shutout. Kommen Jungs, kein Goal kassieren, schön Goal, yes! Natürlich will ich euch gleich noch Goal zeigen, also das heisst ja nicht, dass ich gar kein Goal will mehr machen. Und wir machen es mit dem Nachschuss, jawohl, da ist es 3-0 und es ist absolut verdient, yes! Perfekt, wir können nochmal Powerplay spielen, aber wir haben wieder mal Schiebenitten. Nein, 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 no! Oh. Das wär's gewesen, hey, ein Goal noch kassieren, du, wenn wir Überzahl spielen können. Nein, nix da. Wir erzielen ein Goal in Überzahl und somit steht es 4-0. Yes, geil! Dass uns der Sieg nicht mehr zu nehmen ist, ist ja klar. Die Frage ist nur noch, schaffen wir den Shutout? Stopp, bricht ab, Abpraller kriegen wir nicht. Kommt die letzten paar Sekunden. Nein, Fehlpass. Nein. Oh, Johnson, danke schön für den Save. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Komm schon, letzte paar Sekunden haben wir noch Chiba. Jawohl, das wird ein Shoutout. Das wird ein Shoutout. Es ist ein Shoutout in Match Nummer 2. Holter Johnson ein Shoutout. Wir gewinnen den Match mit 4-2. Ja, 4-0 und führen mit 2-0 in der Serie. Yes! Wieder einmal zwei richtig hammergeile Matches, wo wir sogar können für uns entscheiden. Wir machen die Playoffs richtig Spass. Wenn es dir auch so geht, dann zeig mir das unbedingt mit einem Daumen nach oben zu dem Video. Und vergiss nicht, dann gibt es sicher auch noch andere Leute, denen das wird gefallen. Also teile doch das via WhatsApp, Instagram, wo auch immer oder sogar Snapchat. Denn für heute sind wir leider bereits am Ende angekommen von diesem Video. Ich danke dir nochmal fürs Zuschauen und wünsche dir somit noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao!